Und nun zu den angesagtesten Opas, die es im Moment in Deutschland gibt. Tickets für ihre Konzerte waren schon im vergangenen Jahr innerhalb von 12 Minuten zu exorbitanten Preisen in ganz Deutschland ausverkauft. Und heute Abend werden Düsseldorfer AC/DC-Fans garantiert ausflippen, genauso wie es 15.000 zum Tourneeauftakt in Leipzig taten. Boris Pösen über Hardrocker im Glück. 5 ältere Herren zucken im Scheinwerferlicht. Gefühlt so 3-4 Akkorde, die aber immer wieder peitschen durch die Halle. Und vor der Bühne rasten 15.000 Fans aus. Das ist AC/DC, die Rockoper live. Das Publikum ist im Schnitt auch nicht mehr das Jüngste, stimmlich aber topfit. She's got the jet. Cause I'm TNT. I'm dynamite for those about to rock. We salute you! Vor dem Konzert kauft man noch das Nötigste. Altersgerechte Bekleidung, Schutz für die Ohren, etwas zu essen. Geld spielt für AC/DC-Fans offenbar keine Rolle. So kursierten auf dem Internet-Schwarzmarkt auch wahre Wucherpreise. Was soll's, Hauptsache dabei. Ich war letzte Woche schon in Paris. Ich habe jetzt noch 6 andere. Mir ist das vollkommen egal, was ich für die Karte lehne. 150, 200 Euro pro Karte. Und das für 2 Stunden Musik. Schon ein wenig verrückt. Aber dafür waren sich am Ende alle einig. Urgeil. Das Konzert? Super geil. War wohl ganz gut. Geil. Geil, geil, geil. Mega geil.